heute Morgen dachte ich mir so, du könntest doch eigentlich auch ein Video machen zu allen vier Milchsortenvarianten. Und da sind wir nun. Alle vier Milchsäurevarianten in einem Testvideo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich grüße euch. Es hat sich nämlich zugetragen, dass ich heute Morgen, zumindest für mich heute, weil ich mache auch heute das Video, wo dieses Ereignis geschehen ist, es hat sich also zugetragen, dass ich heute meinen letzten Arbeitstag hatte beim alten Arbeitgeber und ab morgen bei meinem neuen Arbeitgeber arbeite. Und heute habe ich unter anderem, ich habe meine kleine Abteilung, also wir haben mehrere Abteilungen, die Abteilung, in der ich arbeite, da habe ich Pizza geholt mittags. Und für alle anderen habe ich zwei so riesige Schüsseln mit Süßigkeiten voll gemacht und einfach ins Bistro gestellt, damit sich jeder was nehmen kann. Und dazu waren wir bei Aldi, haben ein paar Markensachen gekauft, also nicht jetzt von wegen, oh, Marke ist toll, aber eben Markenprodukte und ein paar Eigenmarken, unter anderem die vier Sorten Milchmäuse, die ihr im Thumbnail gesehen habt. Und dann habe ich mir so, während ich an der Kasse war, habe ich mir so gedacht, könntest du doch auch irgendwie mal alle vier Milchmäuse in ein Video packen. Wir haben sie uns schon vereinzelt angeschaut. Die klassischen Milchmäuse sind auch beim Top 5 Aldi-Produkte Video dabei. Und die habe ich auch schon mal verglichen mit Schokobons. Die Milchmäuse Weiß, die, als sie neu waren, habe ich für euch extra in einem eigenen Video getestet. Milchmäuse Karamell und Erdbeere, weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal getestet habe. Ich habe zwar Milchmäuse gerade auf meinem YouTube-Kanal eingegeben als Suche, habe aber zu diesen beiden Sorten nichts gefunden, was nicht heißt, dass es nicht da ist, weil die Suche findet das nicht immer. Nichtsdestotrotz, wir gucken uns jetzt alle vier Milchmäuse-Sorten an. Und ich werde euch dann verraten, welche ich am liebsten mache und welche ihr vielleicht unbedingt mal probieren solltet. Wobei es natürlich übel Geschmackssache ist. Denn ich habe vorhin auch noch gelesen, von wegen hier der zum Glück Bauer Veganer Pudding. Ich fand den ganz okay, jemand anderes fand den schrecklich. Also wie ihr wisst, probiert es selber aus. Wir fangen vielleicht mal an mit den klassischen Milchmäusen. Deswegen, ich habe mir auch nur so zwei für den Test reserviert. Die klassischen Milchmäuse. Edel Vollmilchschokolade gefüllt mit einer Milchcreme 38% und feinen Haselnussstückchen. Hier sind sie. Ich zeige sie euch einmal und hoffe, die Kamera kann es schön für euch einfangen. Ist mir schon so ein bisschen dunkler. Wir machen das anders. Wir gucken sie uns so an. Das ist von der Kamera immer besser. Also das hier sind die normalen Milchmäuse. Dann haben wir jetzt hier die mit Erdbeere. Ach so, scheiße, wie soll ich mir das merken? So. Dann ist das hier die normale Sorte Milch. Also wir gucken natürlich gleich auch rein. Die mit weißer Füllung dürften am einfachsten zu erkennen sein. Das sind dann diese hier. Oh, hier macht irgendjemand was mit Knoblauch. Kocht hier gerade. Gefällt mir. Also das sind die hier. Und dann haben wir noch die mit Karamell. Ich meine, hallo? Mit so einer Karamellfüllung? Hier übrigens 22,5% Karamellcreme. Bei den Erdbeeren haben wir 1,6 Erdbeer-Crispies. Milchcreme haben wir bei allen drin. Bei den Weißen haben wir zum Beispiel Haselnussstückchen 6,8. Und ich schätze, bei denen werden es auch so ähnlich viel Haselnuss sein, 6,8. Nur, dass die hier mit Vollmilchschokolade sind und die hier mit weißer Schokolade. Also noch. Oh, okay. Irgendjemand kocht hier was mit Knoblauch und irgendjemand anderes zieht sich hier gerade einen durch. So, das sind die mit Karamell. Das sind dann diese hier. So, wir werden jetzt der Maus hier mal den Kopf abschneiden. Und hier habt ihr jetzt, Alter, das sieht geil aus, ordentlich Karamellfüllung. Wir gucken uns die klassischen Milchmäuse an. Das sind dann diese hier. Da sieht man so ein bisschen hier farblich so Haselnuss drin. Wir gucken uns die Erdbeersorte an. Das sieht aus wie Jogurette von innen drin. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht mit Joghurt. Und hier haben wir die weißen, die so aussehen wie die anderen, nur dann halt eben, hier sieht man schwer den Unterschied zwischen Milchcreme und Schokolade außen, dann auch hier die Haselnüsse innen drin. Ich frage mich gerade, wie viel echte Erdbeere in der Erdbeervariante drin ist. 0,5% gefriergetrocknete Erdbeeren. Wenn sie nicht gefriergetrocknet wären, würde, schätze ich jetzt mal, würde es, also wenn es frische Erdbeeren wären, müssten es vielleicht schon so 4-5% sein, aber so kann man das nicht sehen, so gesehen. Also ich probiere jetzt als erstes mal die Sorte Erdbeere. Die sind auch Erdbeer-Crisp. Ist ein bisschen knackig. Und die Füllung innen drin erinnert ohne die Joghurtnote tatsächlich an Jogurette. Dieser Erdbeergeschmack und auch das Erdbeeraroma, was drin ist,
Da ist nämlich ordentlich Erdbeeraroma drin. Es gibt schon so eine ordentlich Joghurt-Vibes. Milchmäuse Erdbeere sind die leckeren Schokoladenbonbons mit feiner Milchcreme, fruchtigen Erdbeerkrisp, umhüllt von zarter edelförmiger Schokolade, einzeln verpackt und einfach zu portionieren für jeden spaßigen Anlass. Und beim nächsten Mal, wenn es Ihnen in den Kram passt, werben Sie damit, dass die Sachen nicht einzeln verpackt sind, weil Sie etwas für die Umwelt tun wollen. Versteht ihr? Das ist Marketing. Man dreht sich gerade so, wie man es gerne hätte. Und es die Leute hören wollen. Oder man sagt den Leuten, was sie hören wollen. Und viele Leute wissen gar nicht, was sie hören wollen, und Marketing sagt es den Leuten. Eigentlich ganz interessant. Weiche Schokolade. Ich bin ein kleiner Mäusefreund. Denn Milchmäuse weiß sind der fröhliche Naschspaß für alle großen und kleinen Mäusefreunde. Stellt ihr auch Mäusefreunde? Besteht übrigens hauptsächlich aus Zucker, Kakaobutter natürlich auch und Palmfett. Was man so erwartet. Und Aroma. Wie gesagt, Haselnüsse sind auch drin. Und immerhin 10,4% Vollmilchpulver. Also da ist schon gut was drin in der Milchcreme. Was Milchcreme rechtfertigt. Sehr lecker, die weißen. Finde ich persönlich noch einen Ticken geiler als die mit Erdbeere. Ist vielleicht dann weniger spannend, weil Milchcreme weiße Schokolade so ein bisschen ähnlicher ist als der Kontrast zu Vollmilchschokolade und Milchcreme mit Erdbeere. Aber ich finde es lecker. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der Normalo-Sorte. Die haben wir hier. Wir bewegen uns übrigens bei knapp 40 Gramm Fett, 37, 39 Gramm Fett. Ach, hier sogar nur 31. Das sind ja voll low calorie, die Karamell-Dinger hier. Da ist weniger Milchcreme drin, nämlich Karamell. Und Karamell hat viel Zucker, deswegen hat es wahrscheinlich mehr Zucker. 51 Gramm Zucker, 47 Gramm Zucker. Und es sind keine Nüsse drin. Deswegen haben die dann wiederum. Das ist interessant. Man kann die Zutaten an den Nährwerten ablesen. Lecker. Ich mag die Milchmäuse. Geht wirklich dann in Richtung Schokobon. Haselnussnote kommt hier ganz besonders gut durch und hat eben dann so ein bisschen den Kontrast zu dieser Vollmilchschokolade. Finde ich auch gut. Jetzt freue ich mich aber ehrlich gesagt am meisten auf Karamell. Ja, wunderbare Karamellnote. Richtig gutes Karamell, schön zähflüssig. Jetzt ziehe ich mir gerade noch die zweite Hälfte rein. Innen schön weich. Außen die Schokolade nicht knackig, aber fester. Und wirklich eine richtig geile Karamellnote. Es ist hinreichend Karamell drin, als dass es gut nach Karamell schmeckt. Die hier oder die weißen sind meine Favoriten. Dann kommt jeweils die andere Sorte. Dann kommt Erdbeer, weil es einfach ein bisschen was Besonderes. Dann kommt die normalen Sorte, was auf keinen Fall heißen soll, dass die normalen Milchmäuse nicht lecker sind. Die sind super lecker. Aber die anderen sind vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn ihr schon alle vier probiert habt, schreibt mir eure Favoriten in die Kommentare. Ich bin weg für heute, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.